Yo Leute, herzlich willkommen zurück bei XCOM 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, ne? Mir wurde ja jetzt, letztes Mal hatte ich erst gedacht, dass ich die hier auch noch aufgeschreckt habe. So wie es aber aussieht, habe ich sie nicht aufgeschreckt, denn ansonsten hätte Day jetzt Sicht auf sie und die einzigen, die Day sieht, sind diese drei Gesellen hier. Das bedeutet, kann Day eigentlich nochmal gratis nachladen? Sie kann ja sogar jetzt mit dem Enterhaken und so weiter sich fortbewegen, notfalls, ne? Sie hat hundertprozentige Trefferchance auf die Leute, dann ballern wir die mal weg. Und der Hexer wird dann wahrscheinlich sich langsam aber sicher uns nähern. Und dann würde ich sagen, bereiten wir ihm mal einen besonderen Empfang. Stimmt, Day hat ja den Tod von oben, das heißt, sie könnte sich jetzt noch bewegen. Ist das hier kostenloses Nachladen? Das ist eigentlich geil, ne? Dadurch, dass wenn sie jetzt jemanden killt, kann sie eigentlich immer nachladen nach der Runde. Könnte jetzt auch einfach aber noch einen Schuss mit der Pistole raushauen. Wenn ich Glück habe, dann treffe ich den und töte ihn vielleicht sogar. 3 Schadenspunkte, okay, schade. Hätte ja klappen können, ne? So, Kevin. Ja, ich bin jetzt echt versucht, mit Kevin hier oben hinzugehen und den Typen da wegzuballern. Obwohl er natürlich auch dringend nachladen muss. Wie gesagt, ich versuche natürlich lieber mit meinen Leuten hier die Gegner platt zu machen, als dass wir die Neue das machen lassen. So, sie kann mal eben nachladen. Und ah, hier vorne hätte sie keine Deckung. Ist halt die Frage, ab wann ich die da oben aufdecke. Ich muss mich auch ein bisschen sputen, denn ich muss hier hinkommen und habe nicht mehr allzu viele Runden Zeit. Deswegen begeben wir uns jetzt mal mit den anderen Leuten so ein bisschen nach vorne. Zum Beispiel Steffi kann auch mal ein bisschen weiter hier nach vorne kommen. Junimond darf auch noch. Der kann sogar recht weit rennen. Er muss aber bald nachladen, ne? Spurtelos. So, ich hoffe, dass er jetzt nicht die Leute da oben aufdeckt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Funky. Funky hat auf jeden Fall eigentlich noch recht viel... Verstanden. Viel Schuss in seinem Magazin. Er hat ja ein recht großes Magazin halt inzwischen. Steffi, dich lassen wir mal hier vorne hinrennen. Wird gemacht. So, also wir müssen das Ding zerstören. Am besten halt wirklich nächste Runde, so wie es mir scheint. Lisa. Sie hat doch unerbittlich, richtig? Ach du was? Was? Sorry, Lisa. Frag mich nicht, wie das jetzt passieren konnte. Wow. Das ist jetzt wirklich mega ärgerlich. Okay, Kevin muss gleich Lisa heilen. Obwohl, ne, Junimond, glaube ich, hat das Ding, ne? Oh ja, jetzt wurden sie aufgedeckt. Verdammt. Junimond hat noch seinen Reflexschuss. Oh, schade. Wenn er den down gemacht hätte, wäre es mega wichtig, weil der Typ ja sonst... Hey, guck mal, die Advent-Soldaten springen runter und der eine Typ rennt nach oben. Seems legit. So, und der Auserwählte ist auch noch mit dabei. Das Problem ist... Ja, der haut ab. Ja, das ist auch ein Problem. Nee, aber ich wollte eigentlich eher sagen... Ich muss das Ding jetzt trennen. So, Junimon, siehst du den Gerät? Von hier würde ich das Gerät sehen, hätte sogar eine Flanke auf den einen. Von hier hätte ich zwei Leute flankiert. Muss aber eigentlich das Gerät erstmal platt machen, ne? Kann ich auch... warte mal, die Neue. Die Neue muss auf jeden Fall auf das Gerät schießen. Ach, warte mal, da ist noch so ein... wenn ich den kaputt mache, habe ich noch eine Runde. Ich sehe den... Warte mal, was sieht sie denn jetzt schon? Oh, sie sieht den. Ja, dann mach den kaputt. So, dann habe ich eine Runde mehr. Dann habe ich eine Runde mehr, dann passt das sogar. Okay, dann gehe ich hier hin, habe zwei Leute flankiert. Schon unterwegs. Okay, welchen schnappen wir uns? Nein, ich möchte erstmal nicht auf die Geräte schießen. Ah, hier sind ja noch einige Geräte, bis wir bei dem Dingens sein müssen. 3 Stück sogar noch, krass. 84, 40% Crit, den könnte ich killen. Wenn ich den vernünftig erwische.
Den habe ich vernünftig erwischt. So, den Typen oben würde ich gerne runtersprengen. Dazu muss Funky... Er sollte schon in die schwere Deckung gehen. Kommt er dann... Ja, da kommt er mit dem Granatwerfer auf jeden Fall hin, denke ich. Geht in Ordnung. So, Funky hat ja zwei Säuregranaten. Die werde ich jetzt aber nicht dafür benutzen. Hier oben hin, hier oben hin. Das muss ja wohl möglich sein, Funky, oder? So, hier oben geht nicht? Doch, geht doch. Hier... Wo ist Steffi? Komm, das muss doch möglich sein, das da oben hinzuballern. Hier rauf. Steht Steffi denn? Ach, im Haus. Ja, soll sie hier oben hinrennen? Dann müsste es auf jeden Fall klar gehen, ne? Geh mal dahin, Steffi. Weil ich möchte den gerne sprengen. Und zwar so, dass er runterfällt, ne? Ich kann auch die EMP-Bombe abfeuern. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Obwohl, wir haben auch noch Kevin, ne? Ist Kevin nicht... Warte mal, wo ist Kevin? Ach ja, jetzt werden hier die Möglichkeiten doch nochmal alle durchgeschaut. So, hier ist Kevin. Er muss nachladen. Und er könnte das Übernahmeprotokoll machen oder halt einfach Damage raushauen. Das macht schon viel Schaden, ne? Ich glaube, dann kann Steffi den sogar einfach wegballern. Ja, ich mache mal Gefechtsprotokoll und Steffi schießt dann einen ganz normalen Schuss auf den. Das sollte klar gehen. So, sehr gut. 8 Schadenspunkte. Und Steffi macht doch 9 bis 11, richtig? Steffi, du machst 9 bis 11, ne? 87, 9 bis 11, der ist down. Ja. Schönes Ding. Wenn sie trifft, ist er down. Versteht sich. Und Steffi trifft. Und wir haben ein Problem weniger. Okay, sehr gut. So, Lisa würde den leider nicht down bekommen, so wie es aussieht. Nein. 5 bis 7. Ne, schafft sie leider nicht. Ich würde sie auch gerne heilen, natürlich erstmal. Nächste Runde sonst. Wir gehen mit ihr mal wieder unsichtbar. In den Schatten. Wieso wird sie denn hier gesehen? Achso, weil sie durch das Fenster springen wird. Ups, das wollte ich gar nicht. Day. Präzisionsgewehr abfeuern. Würde mir nochmal eine Runde geben. Mach das doch einfach mal. So, sehr schön. So, Funky und Lisa. Oh, das sind die einzigen beiden noch, die wir haben. Ja gut, die Sache ist, Funky muss jetzt ja quasi hier eigentlich eine Granate hinballern. So würde ich sogar beides erwischen. Und die Sache ist, der Typ ist dann vergiftet. Hoffentlich stirbt er dann nächste Runde. Obwohl, ist es durch die Stasis... Oh. Das ist sogar vielleicht sogar besser, weil wenn er jetzt sich bewegt... ja, hier könnte Lisa hin, dann müsste sie die Tür öffnen. Verstanden, bin unterwegs. Ich würde mit Lisa gerne halt dem Typen da hinten dann nachher noch einfach einen schönen Reflexschuss reinballern. So, der hat Säurebrand abbekommen. Nur einen Schaden, verdammt. Haut aber natürlich ab. Was macht er jetzt? Unimond. Stasis auf Unimond, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Was macht der Auserwählte? Er kommt wieder ein Stück zurück. Er ist einfach nur nach da oben gegangen. Okay. Hier würde ich das Gerät sehen. Zumindest eines der Geräte. Dann gehst du mal da vorne hin. Du machst wieder ein Gerät kaputt.
Wie gesagt, das ist ja diese Olle hier, die brauchen wir nicht. Obwohl sie könnte auch schon... Auf was schießt sie da? Nee, auch auf so ein kleines Gerät. Ja, dann ballert das da ab. So, wenn ich ihn da hinten töte, muss ich auch irgendjemanden haben. Guck mal, wie weit Steffi rennen kann, ey. Krass. Von hier aus sieht sie halt niemanden, leider. Aber sie sammelt das mal eben ein hier. Ein fortschrittlicher Schaft, überragender Fokus und ein Datenpad. Sehr gut. Und dann lädt sie nach, würde ich sagen. Alles im grünen Bereich. So, der Typ ist ja immer noch vergiftet. Das heißt, der fällt nächste Runde sowieso um. So, Lisa. Wäre hier flankiert. Das ist natürlich kacke. Hier wäre sie nicht flankiert. Sie rennt hier vorne hin. Und los jetzt. Da dürfte sie nicht entdeckt werden. Vielleicht kann sie dann sogar auf den Typen da oben nachher einen Schuss rausballern. So. Kostenloses Nachladen. Day sieht jetzt leider niemanden mehr. Aber schau mal, wie weit sie rennen kann. Das ist super. So, sie könnte sogar jetzt mit dem Enterhaken bis hier vorne hin. Bis da drüben reicht es leider nicht. Machen wir. So, jetzt ist sie hier. Könnte jetzt sogar... Oh, sie würde einen Schuss auf den Auserwählten hinkriegen. 79%ige Trefferchance. 70 Crit. Und hiermit... 60%. Ich glaube, ein normaler Schuss muss dann reichen. Der Typ stirbt gleich eh. Der ist vergiftet. 79% auf den. Ja, gönnt ihr den mal, Day, oder? Gönn dir den doch mal. Schade, daneben. Nicht mal knapp. Eine geschickte List, Commander. Was hat der jetzt gemacht? Der hat Rüstung bekommen, ne? Oder? Nee. Deckung? Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. So, wir müssen mal schauen. Hier sehen wir den auch noch nicht. Dann können wir nach da vorne gehen, okay, mit Kevin. Unterwegs. Ah Mann, ey. Gerade Junimond, ne? Der heilen kann. Der ist jetzt erstmal. Eine Runde AFK. Das ist echt ärgerlich. Ich könnte Funke hier hinstellen, damit er den Typen dann für die nächste Runde... Obwohl ich ungern mit Funky Feuerschutz geben würde. Weil Funky hat eine Granate, der kann ihm zumindest schön Damage reinrotzen. Ne? Hier würde ich den Auserwählten nicht sehen. Das heißt, er wäre... Das ist aber nur halbe Deckung, ne? Ich gehe mal da vorne hin mit Funky. Yo, Funky geht niemals Umwege, Leute. Niemals. Würde er nie machen. Ah, der ist gestorben jetzt sogar dadurch. Das ist geil. Okay, er kommt näher. Und steht da komplett ohne Deckung für Lisa gleich. Ach, schade. Der steht trotzdem ohne Deckung für Lisa. Meine Geschwister im Angesicht ihrer erbärmlichen Einheiten fallen. Auserwählte in Reichweite. Angriff. Ihre selbstsüchtigen Ziele. Das wird jetzt aufs Maul geben von Lisa gleich. Okay, warte. Ich muss jetzt erstmal... Junimond soll Lisa aber erstmal heilen. Er steht hier halt flankiert, ne? Ja, Junimond geht in schwere Deckung. Ich weiß, dann kann er nicht mehr nachladen. Aber es ist mir gerade wichtiger, dass wir eben kurz Lisa heilen. Ne, nicht Gefechtsprotokoll. Sorry. Gremlin-Heilung für Lisa, genau. Ich überlege, ob ich dem erstmal die Rüstung noch wegballer. Und dann mit Lisa einen Überraschungsangriff mache. Würde sich ja eigentlich lohnen, oder nicht? Außerdem mache ich dann das Gerät da direkt mit kaputt. Ich nehme eine normale Granate, weil ich da ja gleich noch lang rennen muss. Obwohl, Lisa könnte da sogar durch. Sie hat ja diesen Anzug jetzt von uns bekommen. So, sehr gut.
Das hat schön Damage reingerotzt. Jetzt steht er da komplett. Habt ihr nichts Besseres zu bieten? Ohne. Ach, Funky dürfte jetzt sogar nochmal schießen. Krass. Aber ich würde sagen, das kann Lisa machen hier. 100%ige Trefferchance und 9 bis 11, 87 Crit-Chance. Was? 15 Schadenspunkte weggekrittet. Wir haben den gerade eigentlich sozusagen mit zwei Schuss weggeballert, ne? Wenn man es so sieht. Kann man mal machen, ey. Kann man mal machen. Das Vertrauen der Ältesten in mich wird vom Ausgang unserer letzten Begegnung zu Recht erschüttert sein. Aber ich werde es wieder gut machen. Wir registrieren keine weiteren Kontakte. Bringen Sie die Ladungen an. Ja. Das war sicher nicht unsere letzte Begegnung, aber diese Auserwählte hat offensichtlich so, nicht mit überlege. So wir gerechnet, Commander. Junimond. Ach, der darf ja nicht mehr. Kevin. Hier war doch irgendwo noch so eine Ampel. Dort. So, wenn Kevin hier hinrennt, kann er gleich nochmal hacken. Hat er da Deckung? Ich meine, im Prinzip ist es sowieso egal. So, dann können wir dort nochmal hacken einfach, nächste Runde. Vielleicht bekommen wir irgendwie einen coolen Bonus. Habe ich sonst irgendwo noch so eine Ampel? Da könnte Junimond dann hin. Hier hinten. Das ist mir aber zu weit. Das dauert zu lange. Ja, ich glaube, das war's. Okay, komm, wir machen Zug beenden. Und Kevin soll mal eben kurz hacken. Wo ist er? Dort. Ja. Einfach nur mal schauen, was wir hier für einen Bonus bekommen können. Vielleicht lohnt es sich, ja? Ärgerlich, ne, dass das da explodiert ist. Die kritische Trefferchance des Soldaten, ne. Bringt mir natürlich eigentlich nichts. 100%ige Chance. Ja, was weiß ich, mach halt. Gibt leider auch keinen Bonus, wenn man hackt oder so, ne, soweit ich weiß. Also man kann nicht irgendwie dadurch, die... Greife auf System zu. Wir sind drin. Den Hack-Skill erhöhen, soweit ich das weiß. So, Junimond, Lisa, du bist doch hier vorne. Einfach rangehen, C4-Ladung anbringen, Runde beendet. GG, wir haben gewonnen. Oder? Klingt das nach einer guten Option? Und bitteschön. Signal bestätigt. X4-Ladungen sind aktiv. Der Transmitter ist Geschichte. Yes. Gute Arbeit, Commander. Okay, 10 Fähigkeitspunkte mal wieder für uns, Leute. Denn wir haben schon wieder einen Auserwählten platt gemacht. So muss es sein. Und das haben wir recht gut gemacht eigentlich hier, ne? Okay, Lisa ist verwundet, weil sie da durchs Dach gefallen ist. Und also, weil neben ihr der Typ explodiert ist einfach. Wir holen uns die Erde zurück. Oh, was für eine tolle Pose. Danke. Und das wusste ich leider nicht, dass das hochgeht dann. Nächstes Mal sollten wir die Leute also dann ein bisschen wegpacken. Wenn wir den dritten Typen kalt machen. Der explodiert dann nämlich scheinbar. Aber so lernt man dazu, ne? Ich hoffe, Lisa ist nicht allzu lange verletzt. Sie hat ja diesen Anzug angehabt, der 3 Lebenspunkte gegeben hat. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wie viel Schaden sie tatsächlich genommen hat. Also wie lange sie verletzt sein wird. Ich hoffe, nicht allzu lange. Ich hoffe, nicht allzu lange. Die Auserwählten der Ältesten sind extrem... 4 Tage, das geht doch sogar. Der hat eine Beförderung bekommen. Heutigen Sieges. Sehr schön. Haben wir noch viel zu lernen, wenn wir sie dauerhaft besiegen. Wenn du dich in der letzten Runde nicht bewegt hast, erhältst du 10 Zielsicherheit und 10 kritische Trefferchance. Das ist eigentlich ziemlich geil, vor allem wenn sie halt wirklich irgendwo rumhockt und snipert. In Deckung gewährt dem ersten Schuss der nächsten Runde plus 20 Zielsicherheit. Das finde ich nicht ganz so gut. So, ruhige Hand. Okay, sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Die Leute sind... Nee, ich dachte gerade, Steffi wäre vielleicht müde. Ist sie aber gar nicht. Okay, weiter geht's, Leute. Wir haben noch ein paar geile Sachen bekommen. 13 Wille. Fügt immer noch 2 Schaden zu, auch wenn man nicht trifft. Und ein Datenpad. Da kann man wieder forschen. Und wir haben die Schnellreflexe schon mal wieder verhindert. 187 Vorräte. Haben wir uns verdient. Und Junimond und Day können ihre Freundschaft auf Stufe 3 pushen. Das ist super. Machen wir, die sind dann zwar ein paar Tage weg, nämlich 6, aber aktuell sind so viele Leute am Start wie schon lange nicht mehr. Und deswegen denke ich mir so, yo, könnt ihr gerne machen. Widerstandskontakt. Was machen wir denn gerade? Wir haben gerade, was haben wir denn davor gemacht? Die Artefakte, nach denen sie streben. Informationen habe ich mir hier, ja. Das mache ich fertig, das dauert nur noch 2 Tage und wir haben gerade nicht so viele Infos. Und dann könnten wir den Hexer eigentlich auch demnächst mal angreifen. Hexer angreifen. Gibt dann auch nochmal schön Points.
So, zwei. Ziellabor einsatzbereit. Einrichtung ansehen. Schöne Einrichtung. Habe ich mir gerne angesehen. So, im Psi-Labor kann jeder Rekrut zu einem mächtigen Psi-Soldaten ausgebildet werden. Die Zuweisung eines Ingenieurs verkürzt die Dauer aller Psi-Labor-Ausbildungsprojekte. Okay. Ist gerade jemand übrigens? Ja, ist. Okay. Hier, den hatte ich rausgenommen. Stimmt. Vielleicht soll ich das nochmal erhöhen, die Werkstatt. Dann kann ich hier einen reinpacken und hier einen reinpacken. Ohne, dass ich mir Sorgen machen muss. So, will Soldaten zu Psi-Soldaten? Wieso geht das jetzt gerade nicht? Okay, ich kann es verbessern. Zweite Zelle. Aber ich kann aktuell hier überhaupt niemanden reinpacken. Das finde ich interessant. Okay, hier kann einer rein. Ich sollte doch eigentlich jetzt wieder ein paar... Ja, ich habe 6 Kerne wieder. So, was wurde direkt fertig, Leute? Granaten? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Warte mal, kann ich das nachschauen im Ring? Wo ist der Ring hier? Nee, verdeckt bei Kommando. Widerstandsbefehl. Ja, ja, Widerstandsbefehl. Kann ich hier jetzt einen reinziehen? Befehle bereits erteilt. Kommando, die Fraktion führen die kommende Woche. Ah ja, okay. Alle Rüstungs- und Westenprojekte werden sofort abgeschlossen. Okay, Rüsten und Westen. Gut, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Was kann ich für Sie tun, Commander? Ich mache noch mal eine Weste. Wenn wir jetzt so viel haben, warum nicht? Hat. Auch wenn Bradford ihn traut, lass ich ihn Plattenweste. Nicht aus den Augen. Okay, passt. Ansonsten, ja, was könnten wir denn gebrauchen? Die werden auch sofort fertig, alle. Nice. Brauche aber gerade keinen mehr, ne? Obwohl der War-Anzug, obwohl wir haben den Rage-Anzug, der sollte reichen. Der Schattenhüter war doch recht stark, oder? Vorräte haben wir eigentlich genug. Ein Spark. Eigentlich ist es egal. Eigentlich brauche ich hier aktuell nichts, Leute. Er kann eigentlich raus. Er könnte hier rein, aber ich kann ja hier niemanden... Ich verstehe gar nicht, warum. Geht nicht. Geht das nur mit Rekruten oder was? Ich habe keine Ahnung. Nicht zugewiesener Ingenieur, wenig Informationen. Ja. An den wenigen Informationen arbeiten wir ja gerade bereits. So, 2 Tage noch. Koordinaten der Alien-Einrichtung eingegeben, Commander. Okay, eine neue Einrichtung. Da hinten. Einsatz ist aber noch gesperrt. Das bedeutet, es gibt nochmal wieder einen Punkt. Obendrauf fürs Avatar-Projekt. Gut, Leute, dann lasst uns an der Stelle erstmal einen Cut für heute machen. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart hier bei XCOM 2. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit von der Partie. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.